Aber ich sage euch, wie es ist. Hood Cuisine, neuer Tag, neues Glück. Ich bin einfach ein komplett anderer Mensch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Entweder hier live auf Twitch in die Kommentare oder in die YouTube-Kommentare. Sobald dieses schöne Etwas scheint, bin ich ein anderer Mensch. Ich sage euch, wie es ist. Wisst ihr, was dann passiert? Da ist direkt Blütezeit. Blütezeit represent. Flower to the people. Sagt mal ehrlich, wie hört sich das an? Heute gibt's scharfer Sriracha-Blumenkohl mit Dalsoße, dazu Kokosmandelreis. Geil oder geil? Ich habe noch nie Dalsoße gehört. Habt ihr schon mal Dalsoße gehört? Warte mal, ich brauche so ein längeres Tuch, dass ich euch so kurz bevor es bei euch im Auge ist, aka in der Linse, es wieder zurücksteppen kann. Naja, egal, wir kochen jetzt. Leute, ich habe eine Frage. Wer von euch ist auch so, dass wenn hier so Tropfen sind, ihr es direkt trocken macht? Auch wenn ihr gleich nochmal rangeht. Wer ist der Kandidat trocken machen? Wer ist der Kandidat einfach so lassen? Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß, dass ich jetzt noch 128 Mal, währenddem wir hier kochen, das Ding hier anmachen werde. Aber ich werde immer wieder trocken reiben. Blumenkohl, geil. Blumenkohlschnitzel habe ich gemacht, Leute. Ne? Oh, das muss ich auch bald mal wieder machen. Und ich muss dazu sagen, ich kam echt wieder in diesen Schnippelmodus rein beim ersten Mal Hood Cuisine mit der Leute. Echt so ein bisschen wieder in die Schnuffel. Ey, ganz schöne Grüße. Warte mal, kann ich den Namen nennen? Nee, ich nenne den Namen nicht, aber ein alter Arbeitskollege, falls er das mal durch Umwege sieht, der wird es wahrscheinlich nie sehen. One Love Greetings. Der hat mir damals erzählt, warum schreie ich schon wieder? Auf jeden Fall hat er mir erzählt, Herr Bartscherer, das Beste auf der Welt, was man essen kann, ist Schnuffel. Ich so, was? Herr W. was? Er so, Schnuffel, flambierte Schweinsnase. Also so angebraten. Ich so, okay. Da bin ich raus. Wer von euch mag Schnuffel oder hat schon mal Schnuffel gegessen? Die machen wir jetzt nochmal kleiner und wir machen die mundgerecht. Die Frage kam gestern schon mal. Ich trage nie zu Hause Schuhe. Ich habe immer Schlappen an, aber in der Hood Cuisine, da brauche ich festes Schuhwerk, weißt du? Ich meine, weil die Küche ist so groß, da muss man von A nach Zink mal rennen, so, weißt du? Oh nein, habe ich gerade rote Soße auf weißes Shirt? Nee, ich finde es super, weg zu Hause Schuhe anzuhaben. So im Wohnzimmer so. Ich bin auch einer, ich ziehe immer überall meine Schuhe aus. Ich mag, ey, ich feiere auch Leute. Also, was heißt, das hat ja nichts mit den Leuten zu tun, aber. Ey, wenn Leute zu einem zu Besuch kommen und die Schuhe nicht direkt ausziehen, sondern mit Straßenschuh so reingehen, boah, damit kannst du mich auch so ein bisschen triggern. Das machen wir jetzt alles in diese wunderbare Sriracha-Hello-Paprika-Mische. Nur mal angenommen, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr was kocht mit einer roten Soße, dann gibt es nur einen Stand, wie ihr das rühren könnt. Und zwar so, Blumenkohl ist so eingefetzt jetzt. Geil oder geil? Also, wir pfeifen diese Blumenkohl-Styles mit Sriracha, Paprika, Öl-Styles, bam, 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 in den Ofen. Rinder. Eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Warte mal, ist es so? Okay, haben wir das abgemessen, ja? Eine Tasse Reis, so machen wir das hier in der Hood Cuisine. Zwei Tassen Wasser, ja? Wir lernen. Gewinne, neues Spiel, neues Glück. Wir ballern den so rein, oder? Was für Abwaschen. Was sagt ihr? Ist doch Hood Cuisine, oder? Oder sollen wir den ein bisschen nass machen, den guten? Wieder was dazu gelernt von Olli. Wir waschen den ab. Ich hätte den jetzt einfach so reingepumpt. Olli schreibt, weniger Stärke bleibt der Körniger. Gut, das machen wir genauso. Körniger ist super. Fit for 3, NBA Live. Ist wieder so schwer. Reis kommt rein, Stärke haben wir rausgezwirbelt. Zwiebel halbieren und in feine Streifen. Ne? Ich mag nicht so Streifen. Ne? Zwiebelstreifen bin ich raus. Ich brauche Zwiebel in Würfel. Gibt es eigentlich noch Menschen, die Brokkoli konsumieren? Die so ein Mischungsbrett hier haben. Das war jetzt YouTube-konform, oder? Oh, geil. Mandeln anrösten. Sowas mag ich immer sehr. Leute, die zwei Pfannen, einmal in klein und einmal in groß, habe ich mir damals gekauft zur Anfangszeit Hood Cuisine. Jamie Oliver. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit so Styles und so, was es da so krasses gibt, aber die Pfannen sind schon richtig nice. Jetzt geht's richtig rund. Drei Dinge auf dem Kessel. Bam, bam, bam. Zack, zack, zack. Hood Cuisine. Mandelblättchen und Kokosflocken. Die machen wir jetzt hier in die Pan. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, so Köche, die in so richtig großen Restaurants oder sonst wo arbeiten, also in so krassen Küchen, wie lange kochen die so richtig krass unter Strom? Da muss ja abends fliegst ja weg, Alter. Habe ich auch noch nie gemacht, Leute, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe noch nie Kokosraspeln hier. Wie nennt man das eigentlich? Anrösten.
Schon noch nie? Hey, ich musste jetzt nicht ablesen, dass das Anrösten heißt. Nee, Mann, ich hätte das Wort selbst gefunden. Alles klar, weiter geht's. In derselben großen Pfanne ein Liter. Schon wieder Öl. Ich habe kein Öl mehr. Doch, ich habe noch Öl. Oh! Nur mal angenommen, Leute. Ich wollte euch jetzt mal was erzählen. Nur mal angenommen. Nur mal angenommen, das stinkt gerade extrem sauer. Die wollten, dass wir Öl in die Pfanne machen. Ich habe da einfach eine Flasche genommen. Stinkt wie Hechtsuppe gerade. Mit was ich sehr gerne koche, und das nehmen wir jetzt, Kokosöl. Ich baller eigentlich überall Kokosöl rein. Boah, Zwiebelstreifen oder Scheiben allgemein in Kokosöl gerade. Alter Vater, life is life. Na, 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 na. Dann kommt die Dalsoße rein und Kokosmilch und 50 Milliliter Wasser. Machen wir. Ich sage euch, wie es ist. Dalsoße habe ich noch nie gelesen. Leute, Chat, wer kennt Dalsoße? Kokosmilch. Die Kombination hier in der Pfanne. Dalsoße, Kokosmilch, Wasser warte ich erstmal, weil ich mag auch das hier ein bisschen schlotziger. Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Dalsoße. Dalsoße mit Kokosmilch, Zwiebelangröste davor, minimal Salz jetzt noch reingeböllert. Die ist schon endkrass. Und wir haben in einer Stunde 20 und nicht einen Schluck Wasser getrunken. Wenn ich nächstes Mal jammer wegen Kopfschmerzen, könnt ihr mir Bescheid sagen. Das Beste von der Haute Cuisine, Leute, Anrichte-Styles. Zwei Dinger, ganz wenig Soße drauf, oben drauf Blumenkohl und ab geht die Luzi. Ey Leute, ich könnte stundenlang anrichten, ne? Ganz gerne Soßenklecks oben drauf. Das ist es. Da komm mal klar mit. War wieder super lecker. Aber ihr seht, Verhältnis, was wir noch vom Reis haben, zur Soße. Und wir haben ja wirklich minimalistisch angerichtet. Okay, aber ich würde sagen, ey, wir hängen einfach noch ein bisschen in der Haute Cuisine ab. Una lampada ove labadia am solan cusci vui enum si di soli e sola. Eins, zwei. Nö, nö, ich stehe, ich bin eigentlich gemütlich. Oh, warte mal. Warte mal. Wäre doch keine Haute Cuisine, wenn man einfach aus dem Schrank da nicht einen Liegestuhl rauszaubern würde, oder? Und sich jetzt da drauf. Oh, Digga. Oh. Also wir haben jetzt einen gemütlichen Spot in der Haute Cuisine. Könnte mir der Vermieter was sagen, wenn ich meine Küche einfach voll mit Sand mache und wir kochen hier nur noch barfuß in der Haute Cuisine? Ich habe das echt mal gemacht mit kleinem Pool. Warte mal, wie? Bon Love, das ist es. Saugeil. Scheiß auf Strandbad. Das, ja. Was mal, was? Ey, Phil, was hattest du? Warte mal. Warte mal, guck mal. Also Phil sagt, ich hab das mal gemacht mit einem kleinen Pool, ging alles völlig schief. Und dann schreibt er, Wasserschaden ohne Haftpflichtversicherung. Ey, sorry, wenn ich kurz lache. Sorry, wenn ich länger lache. Aber warte mal. Du hast einen kleinen Pool in deine Küche geballert mit Sand. Und hast dann gemerkt, ey, scheiße, beim Mieter unten drunter tropft die Hütte. Ist wohl von meinem Pool und ich habe keine Haftpflicht. War das ungefähr so viel? Einen Liegestuhl in der Küche zu haben, ist von Vorteil, aber auch von Nachteil, weil man absolut nicht mehr hochkommt. Okay, das ist ja noch verrückter. Also nicht in der Küche, im Wohnzimmer. Das ist es. Stell mir es gerade vor, im Wohnzimmer auf dem riesen Aufblasflamingo chill. Vor allem, stellt euch mal vor, Phil ist wirklich so im Vollsurbel auf diesen Poolrand geflogen oder getreten. Und du siehst in dem Moment einfach, wie diese, was weiß ich, wie Liter das sind, sich über dein Wohnzimmer ausbreiten. So. Okay, Phil, die Story müssen wir kurz noch hören. Wie hast du das der Hausverwaltung erzählt? Also was hast du gesagt? Hast du angerufen, am nächsten Morgen oder nächste Woche so angerufen und gesagt so, hey Leute, mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe eine Poollandschaft mit Sand aufgebaut im Wohnzimmer, bin dann über den Poolrand gestolpert und jetzt haben wir einen Wasserschaden. War die Story so ungefähr? Ich wollte irgendwie der Spülmaschine die Schuld geben, aber der Mann von der Versicherung wollte dann doch in die Wohnung und dann war blöd. Mein Vater damals nur so, seid ihr eigentlich... Phil kommt aber auch immer mit neuen geilen News. Also, wir hatten so viele Handtücher in der Hoffnung, dass es irgendwie klappt. Ey, ihr killt mich. Genau, macht so weiter. Guck mal, jetzt kann ich hier ein bisschen chillen, noch Bierchen zwitschern und ihr genau macht genau so weiter. Das P in Phil steht für Pool. Super nice, ne? Was? Ey, Quentin, vielen Dank. Super nice, ne?
Chat, zuallererst tausend Dank für den Support. Seid lieb, bleibt gesund.